Ja, hallo Leute, hier ist mal wieder VML Media und wir stellen euch heute mal das Spiel Hound, The Real Slender Game vor. Ja, das Spiel ist eine Erweiterung des normalen Slenders. Dieses Spiel hat halt eine kleine Story und ja, wir wollen gar nicht mal so viel drüber reden, wir fangen jetzt einfach mal an. New Game. Ja, drei Schwierigkeitsgrade, wir nehmen mal, Gamer. What do you want? Okay, kein Bock jetzt zu lesen, sorry. Irgendwie, never have seen before, okay. Gut. Okay. Und, ja, in diesem Teil soll es 11 Zettel geben statt nur 8 und, halt eine kleine Story sein. Wir werden mal sehen. Ich hab's auch bis jetzt, glaube ich, nur einmal oder zweimal angezockt. Aber auch, ja, nie weit gekommen. Wir werden jetzt gleich mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ist so ein Auto. Mach mal die Tasche. Macht man die denn aus, sag mal? Ach, hier F. Okay. Aha. Gut, okay. Na gut. Hier ist der erste Zettel. Ja, sieht aus wie ein Buch. Ja, so ein Notizblock, sowas, ja. Und man muss anscheinend diesmal 12 Zettel finden. So, ja, habe ich ja gesagt, 12 Zettel. Okay. So. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Hier ist diese Tür. Ja. Okay. Gut. Also so als kleiner Hinweis, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Und ja, ihr hört schon die ganzen Schreie und sowas alles. Ja, das gehört wohl sehr zu dem Spiel dazu. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo man rennt. Bin ich gerade gerannt? Ja, ich renne. Ah, ich renne, gut. Das Gute an dem Spiel, er hält die Taschenlampe nicht mehr nach unten. Ja, wie bei Slender. Das haben wir alle nicht verstanden, aber... Ja, wer rennt da bitte auch so? Naja, okay, anderes Thema. Das Gute bei diesem Spiel ist, man sieht ab und zu auch Karten, also man kann immer sehen, wo man sich gerade befindet. Ja, ich hatte nur gerade keinen Bock auf die Karte zu gucken, weil irgendwie... Ah, warte mal, hier ist eine Karte, ausnahmsweise mal. Da unten. Ja, genau. Der gelbe Punkt da unten sind wir, falls ihr das gerade sehen könnt, es wird wahrscheinlich ein bisschen dunkel sein. Und ja, hinten sind Häuser und es ist auf jeden Fall ein riesiges Gelände. Und ja, das alles zu erkunden wird, denke ich mal, ein bisschen dauern. Und ich meine, alleine schon weil es so viele Zettel gibt, es war schon wahrscheinlich schon sehr sinnvoll, dass die Map so groß ist. Zur Info, man kann auch den Weg da verlassen. Also man kann wirklich da überall hin. Das ist jetzt nicht eingezäunt oder so. Ja, nicht großartig eingezäunt. Also, na klar, ein paar Grenzen gibt es natürlich, aber... ja, man kann halt auch in den Wald rein, aber da habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock drauf. Rennen! Blau. Weißt du, das eigentlich richtig peinlich ist, dass wir bis jetzt noch keinen einzigen Zettel gefunden haben. Hier ist ja wirklich nur Wald. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal zu irgendwas. Ich renne jetzt mal hier schön durch, damit wir irgendwas finden. Da YouTube immer ein bisschen rumspinnt und ein bisschen zicken macht, wenn wir ein bisschen zu lange aufnehmen. Aber egal, dann cutten wir das einfach. So, jetzt sind wir da. Okay, wir sind irgendwie nicht viel weiter gekommen. Aber ich werde jetzt mal nach rechts laufen. Da sieht man mal wieder wirklich, wie groß das hier alles ist. Das ist wirklich eine riesige Landschaft. Alter, hier ist ja wirklich nichts. Also bei Slender ist ja wenigstens noch so ein paar Hinweise wie Steine und sowas. Oder halt ein paar Meter immer was irgendwie, wo man es finden kann. Aber hier ist ja wirklich nichts. Der schwankt aber ganz schön hier. Tja. Gut. Vielleicht. Ich drehe mich mal vielleicht noch um. Ich glaube sogar vor dem ersten Zettel. Zettel? Also da durch die... Okay, da ist eine Laterne. Wir gucken nochmal. Ah, da sind... Ah, ja, okay, da ist so eine Statue angezeigt oder so ein Männchen. Mal gucken, was da ist. Oh, da hinten leuchtet was. Okay. Ja, das ist eine Statue, habe ich ja gesagt. Sieht aus wie unser... Und da ist unser erster Zettel. Guess you won, help me this time. Help me this time. Okay. Also wir sollen hier irgendjemandem helfen. Kein Plan. Ach so. Wem haben wir denn schon mal geholfen, hä? Egal, vielleicht die nächsten Zettel.
Ich denke mal, weiß nicht, ob das jetzt wie bei Slender ist, dass es ab dem ersten Settel losgeht. Aber wir werden es sehen. Okay, ach, was ja. War das? Das waren irgendwelche. Ja, also schöne die Geräusche. Die Soundeffekte sind in diesem Teil auch wesentlich besser, Leute. Nicht nur wesentlich besser, sondern wesentlich gruseliger. Ja, ja. Das Spiel ist schon was Schönes. So ein schönes Waldspaziergang-Simulator-Spiel. Das mag ich ja immer. Oh, hört ihr die Musik? Schöne Musik. Du bist am Gewinn. Ja, hoffentlich. Wäre natürlich wirklich nice, wenn wir hier alles finden, aber ich will nicht wissen, was das war. Ich glaube, es kommt immer nur ein Soundeffekt. Genau. Hoffe ich. Seit dem ersten Zettel. Ich will mich jetzt auch wirklich gar nicht umdrehen. Ja, um den ist nicht so, ja. Und ich finde es cool, dass man weit gucken kann und vielleicht was erkennt, aber nie genau was sieht. Ja, es ist immer viel Nebel auf dieser Map. Ah, guck mal hier, eine Laterne. Die bringt uns irgendwie auch nicht. Oh! Sonst neben dir müssen die. Was war neben mir? Genau, die Fabrik. Geht da mal rein? Da kann man reingehen? Ja, kann man reingehen. Das weiß ich gar nicht. Ihr habt das ja auch schon alle beide angeguckt. Also nicht, dass ach, ihr euch wundert, Leute. Wir haben es davor auch da schon einmal gespielt. Da kann man gar nicht. Locked. Steht verschlossen. Genau, da genau, geradeaus. Ja. Ja. Irgendwo da, da kommt man irgendwo rein. Genau, da gibt es. Dabei kommt es wieder. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Warte mal. Hier, ja? Ja, sicher? Ja, relativ sicher. Ja, hey, also bitte. Wir sind, da haben wir auf jeden Fall. Das letzte Mal, glaube ich, dreimal rum, genau da. Ja, und jetzt? Ach, hier. Hier links? Genau, zwischen die beiden. Ja. Und dann rechts. Ja, wisst ihr denn das? Richtig schön versteckt. Alter. Auch für die Leute, die es noch nicht wissen, es ist wirklich, also die Zettel hier sind wirklich richtig versteckt. Man muss sich wirklich Mühe geben, die hier zu finden. Ach was. Ja, jetzt musst du gleich, glaube ich, noch. Boah, aber das hohe Gras macht mir ein bisschen Angst. Alter, ja, das ist ja mal mega. Ich bin dreimal, glaube ich, in das Gebäude rumgerannt, bis wir da den Eingang gefunden haben. Aber ich finde es also ich find schon recht gruselig, da, dass hier. Was, hier? Da musst du jetzt rein. Oh, nee. Oh, ja. Oh, wollt ihr mich. Ey, ihr seid solche Spinner. Wieso wächst Gras in einem Gebäude? Ich höre Schritte. Und das sind, glaube ich, nicht meine eigenen. Das haben. Nein. Irgendwie ist die Framerate gerade ziemlich. Wo ist der Zettel? Auf den Fässern? Nein, rechts. Ach, da. Oh Gott. Der zweite Zettel. Warte, erstmal. Ja, was da drauf steht. Ja. Okay, Leute. Found out the small group of social media. Auf VML Media. Wir sind VML Media. Sicher? Ja. Ich will es aber trotzdem erkunden. Ach doch, 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 geh mal hin. Also. Kann man da hoch? Das ist ja nicht so genial. Aus. Alter, was ist da? Ist Alter. Das. Nee, das ist kein Zettel. Das ist ein Zettel. Das ist kein Zettel. Doch. Ein Foto 5. Okay, Leute. Meine Taschenlampe ist aus. Was? Nein. Das meine ist, Taschenlampe ist und bleibt aus. Das ist hier noch die Sache, wenn man Alter. Gamer wählt, dann hat die hey, Taschenlampe. Das war noch diese Plakette, die hochging an den Rand. Ey Leute, ihr seid solche Spasten manchmal, ernsthaft. Ihr wusstet das ganz genau. Was? Dass das ausgeht! Du nicht? Nein, ich hab das zum ersten Mal jetzt. Ich bin hier noch nie drin gewesen. Ja, aber. Da vorne steht doch was. Ja, das sind. Ich weiß nicht. Ja. Ich will es nicht wissen! Du musst du holst das Stift vor? Ja, genau, da musst du. Leute, ich glaube, wir nehmen nie wieder Fotos auf. Aber eine gute Sache, wenn du draußen bist, dann ist doch da wieder Licht, also das sind doch Laternen. Toll, Michi! Lag aber, glaube ich, nicht an dem Foto, wenn ich da draußen. An was sonst? Naja, an dem, was auf dich wartet. Ich will nicht! Naja, an der Zeit lag es. Alter? Wow. So viel Zeit hatten wir gar nicht verbraucht. Was ist das denn? Batterien? Oh, wie episch. Okay. Die Idee ist richtig gut. Okay, wusste Leute. Ich gar nicht, aber ist ja nice. Also dieses Spiel ist auf jeden Fall schlauer gemacht als der Vorteil. Das finde ich richtig geil. Also wenn ihr jetzt denkt, dass ich das schon mal gespielt habe und das wusste, dass das da liegt, nee, ich spiele das hier wirklich erst zum zweiten Mal. Super. In dieser Fabrik war ich noch nie und
außer die beiden hier und die haben mich da extra reingelotst. Nein, wisst ihr jetzt, ob hier noch irgendwo was ist? Ist hier noch irgendwas? Nee, da war nichts auf dem Grundstück. Ich frage mich, was auf dem Foto gewesen ist. Kann man, ach, man kann doch das auch angucken, war das nicht so? Hm, richtig. Ach, schaut mal. Das ging ja auch hier irgendwie. Hm. Okay, wir gehen jetzt mal hier. Ja, hier war das irgendwo, wa? Also langsam wird mir das Spiel richtig sympathisch. Ja, ich werde das, glaube ich, bereuen, was ich jetzt gesagt habe, aber irgendwie, ich finde es ganz lustig. Aber unsere Framerate kackt richtig ab. Gut, ja. Ja, wir gehen mal wieder auf den Weg. Warte mal, hier ist überall nur Feld. Ach, hier unten. Ja, da. Irgendwie schon. Gut, aber Batterien ist ja richtig nice. Und auf sowas kommt auch nicht jeder. Ich wette, die kann man immer nur an Orten finden. Also sowas wie zum Beispiel in Häusern, die ist ja auch angetreten. Ja, da war ich ja einmal hatte ich so ein Haus gefunden, aber die sind, also ich finde die Häuser sind wirklich am gruseligsten. Aber ich finde es schon fast geiler als das normale Slender, muss ich ernsthaft sagen, ja. Aber ich hoffe. Fast, wie man die Drachen ist. Weil immer macht der besser, außer wenn man nah an die, zum Beispiel so komischen Blüten da rankommt. Mhm. Das Gras rennt dann nicht ganz. Logisch. Oh, ich zitter gerade ein bisschen. Muss ich ernsthaft sagen. Nee, ich gehe hier lieber nicht ins Gras, wa? Mann, ich will hier irgendwas finden. Hier kommt immer nach erst so weniger Zeit was. Das regt mich immer sehr, sehr auf. Aber warte mal. War die Taschenlampe wegen der Zeit wirklich aus oder wegen dem Foto? Die geht nach einer bestimmten Zeit ja immer aus. Ja, aber ich meine, das war voll der kranke Zufall, ja? Ich meine, ich nehme... Krisselt es? Nein, nee. Wenn es krisselt, dann krisselt es wirklich. Ich meine, ich hätte irgendwas... Das ist hier schon gesetzt. Rechts oder links? Was? Ja, toll, ich war da auch noch nie. So aus. Da ist noch eine Laterne. Bleib mal bei der nächsten Karte stehen. Alter, was ist das? Mann, Leute. Pain. Ja. Schmerz. What the fuck? Ein Bunker. A place like this, ein Ort, Okay, dieser. Weißt du was, Marcel, vielleicht findest du hier noch irgendwo, zieht euch das mal rein, wie krank das ist. Okay. Oh, shit. Ey, da ist ein Zettel. Nee. Doch nicht, schade. Aber schau mal nach Batterien, vielleicht findest du... Ich trau mich hier gar nicht rein. Ich will mich auch gar nicht umdrehen. Ach, das ist die Lampe, die ich halt... Übrigens sind da, glaube ich, Batterien. Ja. Ich weiß, soll ich die jetzt schon nehmen? Nee, doch, nee. Batterien. Du, vielleicht werden die auch erst eingesetzt, wenn deine... Ja. Möglich, ja. Ach, ich habe hier gar keinen Bock. Warum laufe ich denn hier lang? Oh, Alter, ein Bunker ist ja mal... Das ist da ein Set? Nee, das ist nur... Schade. Ja, ich muss da, glaube ich, rein. Ich habe mir keine andere Wahl. Ah, oh, okay, das ist jetzt wirklich echt scheiße. Ach Quatsch. Guckt euch das mal an, wie krank das ist. Aber da muss einer drin sein. Ich hoffe, dass es nur... Ich hoffe, dass da wirklich nur ein Zettel drin ist und nicht der Slender. Chris, ist das? Nein. Das war irgendwas anderes. Nein, hört auf. Hört auf. So wie es aussieht, machst du Stand. Nein. Hier war kein Zettel, oder? Och nee! Okay, das da muss einer sein. Das ist mal ein Bunker. Was ist das, Alter? Fuck. Das kommt mir gerade vor wie so eine Reise ins Unendliche. Och nee. Kann man nicht bei Minecraft unten in die Tunnel rein? Ja, so sieht das aus, oder? So wie Script Mining und sowas, ne? Scheiße. Okay. Ey, aber. Es ist hell! Geh nicht ins Licht! Das ist eine Wand. Wollt ihr jetzt verarschen? Fail. Ich will mich jetzt gar nicht umdrehen. Oh, warte, ist ein Foto rum? Hier kommt ein Foto. Och nee. Doch, schön. Okay. Foto 4. Machen wir die Mappe auch. Ja, ich weiß nur nicht, wie man die anguckt. Na, da unten, da waren die. Siehst du, ja, ist mir klar, aber ich weiß nicht, wie man die anklickt.